Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie solltest du meiner Meinung nach am besten trainieren während dem Lockdown, während die Gyms zu haben. Wir wissen ja noch nicht, wie lange sie noch zu haben werden. Und vielleicht hast du auch danach Bock, ein bisschen öfter mal zu Hause zu trainieren. Also gebe ich dir jetzt meine Tipps, wie du zu Hause trainieren kannst, wenn du keine Gewichte hast, nicht das Equipment, was du im Gym hast. Und darum geht es heute. Viel Spaß dabei und Intro. Ja, jeder kennt es ja von euch wahrscheinlich. Ihr habt nicht das gleiche Equipment wie im Gym. Dennoch wollt ihr zu Hause möglichst gut trainieren, um möglichst wenig Muskulatur zu verlieren. Und heute ist so ein bisschen ein theoretisches Video, denn wir werden darüber sprechen, wie solltest du am besten meiner Meinung nach die Reize setzen. Und genauso mache ich es im Moment auch. Und ich merke, ich habe jeden Tag Muskelkater, abgesehen davon, dass ich durch das fucking Pamela Reif Workout komplett gedamaged bin gerade. Aber dazu seht ihr nächste Woche in den nächsten Videos mehr. Aber wir kommen mal direkt zum Thema. Wir wischen mal das auch eben weg. Wir haben ja das Problem, wenn wir sagen, wir trainieren in einem ganz normalen Trainingssplit jetzt. Sagen wir mal, wir machen dreimal die Woche trainieren wir. Wir haben hier Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wenn wir jetzt einen Reiz setzen. Hier ist immer die Schwelle vom Reiz. Warum trainieren wir dreimal die Woche? Weil wir einen großen Reiz setzen. Das heißt, wir trainieren richtig hart eine Muskelgruppe zum Beispiel oder zwei oder drei und trainieren die aber so hart in einem so krassen Reiz, dass der Reiz ziemlich, ziemlich hoch ist. Das heißt, danach brauchen wir Zeit zur Regeneration und manchmal brauchen wir dafür ja, 24 bis 48 Stunden. Das heißt, wir machen den nächsten Reiz erst wieder hier, der auch wieder dementsprechend hoch ist und wir brauchen schon wieder eine Pause. Das heißt, wir machen dann wieder nächster Reiz hier. Wie ihr seht, wenn ihr jetzt einen hohen Reiz setzt, sagen wir mal, wir machen einen Chest Day und haben 5 Übungen für die Brust und machen dann vielleicht noch 2 für den Trizeps, dann haben wir schon einen ziemlich, ziemlich krassen Reiz gesetzt und der Muskel braucht einfach lange zum Regenerieren. Was wir aber für diesen Reiz brauchen, ist dementsprechendes Gewicht oder dementsprechend viel verschiedene Übungen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur ein Home Workout machen könnt und ihr wollt einen Chest Day machen und eure einzige Möglichkeit sind Liegestützvarianten, dann könnt ihr logischerweise nicht so einen hohen Reiz setzen, wie wenn ihr richtig viel Gewicht auf der Bank drücken könnt. Das heißt, das gilt natürlich für jede Muskelgruppe. Aber was heißt das im Umkehrschluss? Wir müssen theoretisch die Reize so setzen, dass wir gleich viel Muskelwachstum erreichen können, ohne dass wir so einen hohen, krassen Reiz setzen müssen, weil wir es nicht können zu Hause. Was ich jetzt dafür mache im Moment ist, ich trainiere jeden Muskel jeden Tag. Aber das Ganze in kleineren Reizen. Und dadurch kann ich viel mehr Reize setzen und versuche aber jeden Tag direkt wieder regeneriert zu sein. Das heißt, mein Reiz geht nicht bis hier, wie gerade eben, sondern das sind kleine Reize jeden Tag. Dadurch kann ich dann den Muskel viel öfter trainieren und habe damit immer wieder einen Reiz und immer wieder Muskelwachstum. Dadurch hast du die Chance, dass du nicht nur Muskulatur vermeidest zu verlieren, sondern dass du vielleicht auch die Chance hast, tatsächlich noch so ein bisschen was aufzubauen. Weil wenn du keine Gewichte hast und du kannst den Muskel einfach nicht so hart reizen, musst du dir einfach was anderes einfallen lassen. Das heißt, ich habe 5 bis 6 Mal 5
bis sechs Mal GK-Training. Das heißt, 5 bis 6 Mal trainiere ich den ganzen Körper und habe dadurch einfach immer wieder Reize. Das Schwierige an der Sache ist, den Reiz so zu setzen, dass du am nächsten Tag tatsächlich keinen Muskelkater hast. Das heißt, da musst du wahrscheinlich dich ein bisschen ausprobieren. Ich bin jetzt in der zweiten Woche davon und habe jetzt so langsam rausgefunden, wie viel ich trainieren muss, um wirklich regeneriert zu sein am nächsten Tag. Wenn ich aber dennoch manchmal das Gefühl habe, okay, ich habe zum Beispiel meine Schulter kann noch nicht wieder so richtig, dann lasse ich diese Muskelgruppe aus. Außerdem mache ich für die Muskelgruppen, wo ich eine Schwäche habe, ein bisschen mehr und gucke, dass ich dann je nach Gefühl auch ein bisschen länger Pause mache oder am darauffolgenden Tag nur eine Übung. Das Allerwichtigste ist nämlich, dass du immer regeneriert bist. Wenn du noch nicht ausregeneriert bist, dann tust du das Gegenteil für deinen Muskel, wenn du möchtest, dass dein Muskel wächst. Ganz, ganz wichtig also, immer wieder regenerieren lassen. Also, Fazit zu der ganzen Sache. Wenn du keine Gewichte hast zu Hause und nicht das nötige Equipment, aber dennoch gut trainieren möchtest und keine Muskulatur verlieren willst, trainier in kleineren Reizen, aber öfter. Wenn du es schaffst, einen Muskel so zu reizen, wie im Gym, mit vielleicht nötigem Equipment, du hast so ein paar Sachen zu Hause, dann kannst du das wieder anders machen. Mal angenommen, du hast jetzt zum Beispiel Kurzhanteln. Mit den Kurzhanteln schaffst du es vielleicht, deinen Bizeps und deinen Trizeps und deine Schultern so zu trainieren wie im Gym. Dann fehlt dir trotzdem etwas für die Beine oder für die Brust oder für den Rücken. Und trotzdem kannst du dann nicht so einen krassen Reiz in diesen Muskelgruppen setzen. Das heißt, was machst du? Ganz einfaches Spiel. Du machst für die Muskelgruppen, die du richtig reizen kannst, trainierst du weiter wie im Gym. Und für die Muskelgruppen, die du nicht richtig reizen kannst, trainierst du jeden Tag und setzt mehrere Reize. Sozusagen dann ein Hybridplan aus deinem normalen Gymplan und dem Plan für Homeworkouts und Lockdowns. Ich habe so gemerkt, dass viele da noch so ein bisschen unwissend sind und ich wollte einfach mal meine Variante euch geben, dann könnt ihr sie nachmachen. Ganz einfach, wenn ihr Übungsinspirationen braucht, auf meinem Kanal gibt es genug davon. Ganz YouTube ist voll davon. Wenn ihr dennoch mal zu verschiedenen Muskelgruppen Homeworkouts haben wollt, habe ich im letzten Lockdown dazu zum Beispiel für Brust, für Rücken, für Beine und so weiter Workout-Pläne und Übungen gemacht. Da könnt ihr einfach mal zurücksehen. Das sind die letzten mit den hässlichen grünen Thumbnails. Also checkt diese Sachen aus. Wenn ihr auch dann noch Fragen habt, haut sie einfach rein in die Kommentare. Dann kann ich sie euch gerne beantworten. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit diesem kurzen Theorie-Input. Ihr dürft euch freuen auf nächste Woche. Nächste Woche kommt das How to Flare Push-Up Tutorial und die 24 Pamela Reif Workouts. Weswegen ich heute komplett im Arsch bin und mein Trainingsplan, heute nicht mehr richtig funktioniert. Also Leute, nicht verpassen, lasst mir gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin und ciao.